Kamerun. Und das mit gutem Grund. Heute wurde im afrikanischen Viertel Geschichte geschrieben. Ein Platz und eine Straße wurden sozusagen dekolonialisiert. 2017 hatte die Bezirksverordnetenversammlung die Umbenennung beschlossen. Seit heute nun tragen Nachtigallplatz und Lüderitzstraße neue Namen. Wir hätten hier noch eine Persönlichkeit, die unbedingt durch möchte. Seine Majestät König Ebumbo, Repräsentant des Volksstamms der Douala, extra aus Kamerun gekommen, um diesen Tag zu erleben. Herzlich willkommen. Begrüßt von, naja, der Königin von Mitte, Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger. Der König erweist seinem Amtsvorgänger Rudolf Douala Mangabell die Ehre, so wird der Nachtigallplatz im Wedding heißen, nach langem zähen Ringen und juristischer Auseinandersetzung. Die Entscheidung dafür ist in der BVV schon vor 5 Jahren getroffen worden. Es macht die Runde in Namibia, in Kamerun, dass wir jetzt hier diese Paradigmenwechsel machen. Und ja, es freut mich, dass ich Teil dessen sein kann, dass ich ein Verfahren, das andere angestoßen haben, aber ich zu Ende bringen durfte, dass wir das heute hier feiern konnten. Neben König Ebumbo sind auch Kameruns Botschafter und der Botschafter Namibias gekommen, ein wichtiger Tag für alle. Namensgeber Mangabell ist im 19. Jahrhundert einige Jahre in Ulm zur Schule gegangen und wurde 1914 wegen seiner Kritik an der reichsdeutschen Kolonialpolitik zum Tode verurteilt. Ich darf Ihnen sagen, dass wir hier einen großen feierlichen Moment erleben. Wissen Sie, wir gedenken jetzt schon seit 108 Jahren des ungerechten Todes unseres Großvaters, des Königs. Diese Symbolik hier ist wie ein Schlüssel, der ein Schloss öffnet. Jean-Pierre Félix Eyoun, Großneffe Mangabells und ehemaliger Berliner Lehrer, er engagiert sich seit Jahrzehnten für die Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte. Dass es endlich so weit ist, dass Straßen umbenannt werden hier in Deutschland, ist mir eine enorme, eine sehr große Freude. Der König erweist noch einem weiteren Kolonialwiderstandskämpfer die Ehre. Auch der Namibier Cornelius Fredericks ist seit heute Namensgeber einer Straße in Wedding. Es wird vermutlich hier nicht der letzte Straßennamenswechsel gewesen sein. Tolu le la busu.
Busu, Maria Musa Busa, die Sonne in Zahakedi. Upe Mohi, Namile Mumau Yesu, Namumau Yosef, Angel Gabriel Michael, Namene Pena Inehi, Jesus, Sulimanu Mamabo. Sunya sunga mbotasu Kompresigi mabombo mpimba Le flate miso di miso Na keti keti Na bata bata Le nobote bosone Ipita ni titi Umaye na kibo Umaye na teba Umaye na kilikuto Dieu, je t'avais dit, Isou Soudi Manou Mama Bongo, Naba Isunga Motasu, tout à son mal à ma mongo, et soya bola nini, Gabolo Bomalonde, Mignobele Maria Naye. Jetzt die Buai! So, so!